Ich habe mich 6 Wochen vor der WM verletzt. Dort hat eigentlich dann so eine Zeitspanne angefangen, wo ich viel investiert habe und probiert habe, an dieser WM teilzunehmen. Natürlich viel Schmerz. Man überlegt sich im ersten Moment, okay, ist es schlimm, ist es nicht schlimm, kann ich weiterspielen, geht es nicht. Und ich habe dann in dieser Situation relativ schnell gemerkt, dass es nicht geht. Und dann kommen natürlich Gedanken, was passiert nachher, wie lange wird die ausfallen, ist eine WM in Gefahr oder nicht. Das sind alles so die Gedanken, die so in den ersten paar Minuten dann einem durch den Kopf gehen. Wo wir dann Tests gemacht haben und gesehen haben, okay, es wird ein paar Wochen dauern, bis der Knöchel wieder einigermaßen ganz ist oder die Bänder einigermaßen ganz werden sein. Und ja, dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich alles dafür tun, dass ich dann in diesen Wochen das Maximum erreichen kann. Die sind meistens relativ lang. Man hat viel Behandlung. Am Anfang ist es viel Lymphdrainage. Man probiert, die ganze Flüssigkeit aus dem Knöchel rauszubekommen. Man probiert, dass das ganze Gewebe und die Faszien rundum so geschmeidiger werden. Und das ist am Anfang sehr, wie soll ich sagen, ein paar Tage ein langwierig, weil das geht sehr langsam vorwärts. Und dann geht es dann relativ schnell schon wieder so in Stabilisationsübungen. Man probiert, den Knöchel wieder so ein bisschen justieren, dass er wieder ein Stabilität bekommt. Und das ist so. Ja, das sind so die Anfangstage und dann wird dann langsam gesteigert. Es war absolut eine Achterbahn. Man hat immer wieder mal Erfolgserlebnisse in so einer Reha-Phase, wo man an einem Tag nach dem Training sagt, boah, heute hat alles funktioniert, einen grossen Schritt können vorwärts machen. Und dann kann es aber ist es auch oft der Fall gewesen, dass man am nächsten Morgen dann kommt wieder und sagt, hey, es ist leider, der Fuß hat wieder reagiert, er ist wieder mehr geschwollen, er ist wieder schmerzhafter als am Vortag. Und so ist das immer ein Auf und Ab gewesen, in dieser Reha-Phase, was auch, glaube ich, ganz normal ist. Bei mir, was halt außergewöhnlich war, ist eben das Ziel mit dieser Weltmeisterschaft. Man hat sich qualifiziert für ein grosses Turnier. Und das ist so als Mannschaft so ein, ja, der Start ist so eine Quali, so ein Spirit. Und es ist logisch, wenn sich dann ein Spieler verletzt, kurz vor einer Weltmeisterschaft, leidet man da mit. Und das hat mich sehr gefreut damals, dass viele Spieler mir dann alles Gute gewünscht haben, eine gute Besserung und auch gehofft haben, dass es am Schluss langt. Ich bin vom Typ ein positiver Mensch. Ich probiere gerade in so einer Situation, ich glaube, es hilft dann nichts, wenn man zu negativ ist und überlegt, okay, vielleicht klappt es nicht. Also, sondern ich habe dann angefangen, einfach wirklich von Tag zu Tag zu schauen und dann auch einfach mit sehr viel Positivität, mit sehr viel Motivation auch und dann Leidenschaft in dem, was man dann gemacht hat in der Reha, probiert, den Fuß anzubekommen. Und dann hat man Reha-Coaches, meistens dann einen, der für einen verantwortlich ist, der mit dir dann durch die Reha geht und genau gleich mitleidet wie du auch. Also der hat dann ja auch das Ziel, dass man es schafft an der Weltmeisterschaft und an der Weltmeisterschaft auch kann Fußball spielen. Und dann entsteht meistens auch nochmal ein viel engeres Verhältnis zu so jemandem, weil, wie gesagt, man ist tagtäglich am Arbeiten. Er hat auch eine grosse Motivation, dass das klappt und leidet auch sehr mit, wenn es dann mal einen Rückschlag gegeben hat. Ich bin dann mitgeflogen und hatte dann dort schon ein relativ gutes Gefühl gehabt. Der Fuß war noch nicht perfekt, aber ich hatte für mich ein Gefühl gehabt, als ich gesagt habe, okay, das könnte funktionieren. Und dann ist das Ghana-Spiel gekommen. Und ich habe gewusst, es wird noch nicht absolut perfekt sein. Aber ich habe mich gut gefühlt, um das Spiel zu spielen. Und das bespricht man dann mit dem Trainer und mit dem Goalie-Trainer und bespricht die Situation. Und wir haben uns dann alle dafür entschieden, dass wir das Spiel machen. Auch einfach für mich als Gefühl, um zu sehen, was geht und was geht nicht. Das Gefühl nach dem Kamerun-Spiel ist natürlich riesig, weil man einfach eben genau weiss, was man in der letzten Woche investiert hat, was es für auch so ein Leidensweg war. Es ist jetzt ja nicht eine absolute, extrem schlimme Verletzung gewesen, weil sonst hätte ich es nicht geschafft als Weltmeisterschaft. Aber es ist eine sehr mühsame Verletzung für einen Goalie, weil das Thema Sprungkraft, Schnelligkeit mit den Füßen für mich sehr, sehr wichtig ist. Und nach dem Spiel ist man extrem erleichtert und ich habe mich auch im Abschlusstraining vor dem Spiel das erste Mal so gefühlt, dass ich sagen kann, hey, jetzt kann es losgehen. Let's go. Wenn du jetzt gerade das Comeback vor dir hast, ich glaube an dich, kleine Ziele setzen und dann schaffst du das.